Ich freue mich, dass Sie hier zu uns gekommen sind heute ins Gespräch. Ich gehe jetzt einfach mal von rechts nach links. Herr Buchholz, politischer Sprecher der FDP-Fraktion, Frau Neumeier, CDU-Fraktion, Herr Deutschendorf, Staatsrat aus dem Senat für Umwelt, Bauen und Verkehr, Frau Bernhard von der Linken, Herr Reinken für die SPD und Herr Bücking für die Bündnis 90 Die Grünen und an meiner Seite Professor Schmidt, der mit mir gemeinsam dieses Gespräch begleiten und fragen wird. Wir haben jetzt mal auch für Sie zum Verständnis die klassischen Regeln ein wenig durchbrochen und haben nicht von uns aus Fragen formuliert, sondern wir haben die 6 hier vorn gebeten, Fragen zu formulieren zum Thema, was sollten wir diskutieren, was interessiert Sie zum Thema Stadtentwicklungsplan? Und ich stelle die Fragen jetzt mal einfach, ohne zu verraten, von wem die Fragen sind. Die erste Frage. Herr Reischmidt, der uns die ganzen Tage, ist eigentlich schon da, ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Herr Reischmidt aus München hatte in den 2 Tagen ganz vehement Bremen bescheinigt, dass Bremen eine Menge Fläche hat, weil er hat das mit seinen Münchner Erfahrungen verglichen und hat gemeint, Bremen hat eigentlich eine ganze Menge Fläche, mit der man gut gestalten kann. Das steht im Gegensatz zur Wahrnehmung in der Stadt Bremen, dass an den Flächen gefressen wird. Gerade eben war das Stichwort Osterholzer Feldmark. Wie lösen wir diesen Konflikt im Kontext aktueller Planungen und der künftigen Profilierungen? Also wie lösen wir diesen Konflikt zwischen Bremen hat im Vergleich zu anderen wachsenden Städten vergleichsweise viel Fläche, gleichzeitig nehmen die Bremer eigentlich ein Flächenproblemkonflikt wahr? Ja, vielleicht kommen Sie einfach ein bisschen näher ran, nehmen sich noch so ein paar Hocker, dann kommen wir besser, glaube ich, ins Gespräch, weil wenn Sie so weit weg sitzen, ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht nochmal. Herr Schmidt, kann man das mal mit der nötigen Strenge sagen? Ihr steht alle hinter den Kappen, man sieht euch überhaupt nicht. Wie soll man denn mit euch ins Gespräch kommen? Also, verdammt, nochmal jeder 10 Schritte vor, das war nicht so viel verlangt. Waren Sie mal beim Bund? Ja, bei meiner Bürgerinitiative. Okay. Ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich unten drunter durchgucken kann, deswegen sehe ich alle. Also die Aussage von Herrn Reisschmidt war, dass er gesagt hat, die Fläche der Stadt Bremen entspricht in etwa der Fläche der Stadt München. Und in München wohnen aktuell etwa 1,5 Millionen Menschen und in Bremen bald 600.000 Menschen. Also dann sagt er, da ist also noch extremes Flächenpotenzial. Und die Frage ist, das ist natürlich eine Außenwahrnehmung, wie ist das Ihre Wahrnehmung? Welche Möglichkeiten gibt es? Also wie kann man diesen Konflikt auflösen? Wenn wir über die Idee von Innenentwicklung zusammen nachdenken, dann stehen wir vor einem Dilemma. Wo immer wir in den Stadtteilen Bauvorhaben vortragen, schallt uns entgegen Beton, Asphalt, Schatten, mehr Verkehr und lasst uns um Himmels Willen doch in Ruhe. Und am sichtbarsten und nachvollziehbarsten ist dieser Konflikt an der Rennbahn. Sie haben das alle mitbekommen, da gibt es 4000 Unterschriften, eine Ambition, ein Bürgerbegehren zu machen und all das. Mein Gefühl ist, es gelingt uns noch nicht in dem Maße, dass wir erreichen müssen, die Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung der Stadt zu mobilisieren, die dafür zu gewinnen, dass die Stadt sich nach vorne verändert. Und ich glaube, dass wir eine Idee entwickeln müssen, wo wir sagen können, das ist auch für die Leute, die da schon leben, ein Vorteil, wenn wir da neue Häuser bauen, wenn wir da neue Stadtteile und Quartiere aufbauen. Diese Entwicklungsallianzen in die Stadtteile hinein, das glaube ich, eine von den zentralen Erfindungen, die wir machen müssen, wenn es gelingen soll. Am Hulsberg ist das ein bisschen gelungen. Der Stadtteil rundherum will das, dass sich das da entwickelt, hält das für einen Gewinn. An anderen Stellen ist es sehr viel schwieriger. Und meine Fantasie ist,
für den Bremer Osten, für Himmelingen, braucht man einen großen, also einen Vertrag, einen Entwicklungsvertrag, der solche Themen umfasst wie, was passiert bei Wurst und Cola, was passiert mit der Brücke über die Weser, dass man da mit dem Fahrrad und zu Fuß rüberkommt, wie erreichen wir, dass der Stadtteil sein Flussufer zurückgewinnt und was machen wir, damit die Leute, die da im großen Stil arbeiten und gut Geld verdienen in unserer industriellen Herzen, mehr sich dafür entscheiden, in der Stadt wohnen zu bleiben und jetzt dann in der Rennbahn. Solche Verträge, solche großen Vereinbarungen, die, glaube ich, sind das, was wir brauchen, wenn wir Stadt im Inneren entwickeln wollen. Hallo, funktioniert? Super. Ich finde das ganz spannend, was Herr Reischmidt erzählt hat. Was nämlich hier wie ein Elefant im Raum steht und in dem Zusammenhang viel zu wenig thematisiert wird, ist die Frage, wem gehört denn der Boden und wem wird er in Zukunft gehören? Wir haben genügend Fläche, das ist richtig. Das ist einerseits richtig. Aber wer bekommt die Fläche? Wie wird auf der Rennbahn mit der Fläche verfahren? München ist dreimal so groß, München ist auch sehr viel dichter, Bremen ist lange nicht so dicht. Aber die Wahrnehmung, die wir haben, ist, dass die Stadt nicht mehr die Definitionsmacht über diese Flächen hat, sondern dass sie ausverkauft. Und das, befürchte ich, haben wir an vielen Ecken gerade miterlebt. Und die Skepsis ist groß, dass das bei der Rennbahn wieder ganz ähnlich funktionieren wird. Und deshalb finde ich es so wichtig, sich darüber auseinanderzusetzen, was Herr Reischmidt eben auch gesagt hat, kein Ausverkauf der Fläche. Der Boden, der städtische Boden, darf keinen Quadratmeter mehr verlieren. Und diesen Eingriff müssen wir auf jeden Fall behalten. Und das ist etwas, was in sehr vielen Städten diskutiert wird. Und das ist etwas, was wir hier leider noch nicht haben. Und das ist aufgrund der historischen bislang Erfahrung. Herr Bürgermeister hat gesagt, wir müssen nach vorne blicken. Das finde ich richtig. Aber wir müssen auch sehen, von welcher Entwicklung wir losgelaufen sind. Und deshalb halte ich das für eine der wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft. Es sind ja jetzt schon einige Flächen angesprochen worden, die Bremen zur Verfügung stellen könnte, wenn denn politischer Konsens darüber herrscht. Die Osterholzer Felsmark hat der Bürgermeister erwähnt. Aber insgesamt ist mein Eindruck nach dem Besuch der Baudeputation in Leipzig, dass wir leider nicht über ein solches Potenzial an freien Flächen verfügen, die weitergegeben werden können, wie gerade Leipzig, die ebenfalls als wachsende Stadt firmieren und sehr klug vorangehen, wie sie mit diesen Flächen umgehen. Ich stimme der Kollegin Bernhard ausdrücklich zu, dass es nicht sein darf, dass so ein Ausverkauf der noch verfügbaren Flächen in Bremen stattfinden darf. Da muss man über Erbpacht nachdenken und insbesondere darüber, wie kann Bremen weiter über diese Flächen indirekt verfügen, sodass bezahlbarer Wohnraum dabei herauskommt. Denn bezahlbarer Wohnraum, das ist die soziale Frage der Zeit, in der wir leben. Und bezahlbaren Wohnraum werden wir nur dann bekommen, wenn es auch niedrige Grundstückspreise gibt und Investoren damit auch bezahlbaren Wohnraum anbieten können. Das Problem der Nachbarschaften, das hat Herr Bücking ja auch schon angesprochen. Natürlich muss in der Frage einer Innenentwicklung, wenn wir nicht an die großen Flächen denken, immer die Nachbarschaft mitgenommen werden. Da kann man nicht über ihre Köpfe hinaus planen. Es gibt da viele Beispiele, die man nennen könnte, aber wir hatten uns eigentlich vorher geeinigt, nicht konkret die Flächen zu nennen. Deswegen will ich das jetzt auch sein lassen. Ja, wir sind ja in der Vorbereitung der Diskussion gebeten worden, hier den Politsprech etwas zu lassen und sozusagen nicht in die Werbung für den eigenen politischen Laden überzugehen. Ich will mich mal bemühen, zumindest in einem Teil meines Diskussionsbeitrages dem zu folgen, wobei das natürlich schwer ist. Ich würde zustimmen der Frage, dass man das Thema Eigentum klären muss und dass man auch gehen muss in eine Richtung, dass die Stadt, die Kommune wieder eine größere Verfügungsgewalt über Flächen hat, in der Lage sein muss, etwas zu erwerben, dort wo etwas zu erwerben ist und es dann zu behalten, dass Modelle wie Erbpacht, wir haben ja als
SPD-Fraktion dazu auch gerade eine große Anfrage auf den Weg gebracht, dass man diese Frage ernsthaft diskutiert, sowohl für Wohnen als auch, wobei es da problematischer ist, wahrscheinlich auch für Gewerbe. Ich glaube nur, wir lügen uns in die Tasche, wenn wir, und das ist jetzt sozusagen mein nicht parteilinientreuer oder parteipolitisch motivierter Beitrag, wenn wir das einfach auch so eine, auf diese Frage reduzieren. Ich glaube nicht, dass die Menschen in der Fahr über die Bebauung der Rennbahn dann glücklicher sind, wenn die Stadt das sozusagen mit dem Eigentum alles selber betreibt, weil die Fläche ist dann trotzdem weg. Insofern hat Robert Böcking recht mit seinem Ansatz, er sagt, man muss mit den Stadtteilen darüber diskutieren, welchen Gewinn hat das für die Region? Was kann man sozusagen machen aus diesem Gelände, damit es wirklich eine grüne Lunge bleibt, die es ja im Moment nicht ist, weil es ja gar nicht zugänglich ist für die Menschen aus der Fahr und ähnliche Fragen. Ich glaube, wir lügen uns in die Tasche, wenn wir nicht die Frage, warum ist Widerstand da, mitdiskutieren. Nehmen wir doch mal das Beispiel Dedesdorfer Platz. Das war ja auch nicht ganz so einfach, eine Brache in einem Stadtteil, Walle, innenverdichtet zu entwickeln, die überhaupt nicht so eine richtige Funktion mehr hatte. Auch dort war es so, dass Menschen gesagt haben, nee, das wollen wir aber nicht. Das haben wir eine ganz andere Vorstellung davon, wie es bebaut wird oder wie es gebaut wird. Das heißt, man muss Elemente der Moderation entwickeln, die kann man aber nach meiner Ansicht nur, wenn man bestimmte Themen auch mal sozusagen in der Stadtgesellschaft einigt. Wenn man Flächenfragen immer wieder zum Gegenstand auch politischer Profilierung macht, haben wir ein Problem. Deswegen muss man an einigen Punkten nochmal sagen, wo will diese Stadt hin? Und dann muss man das nach außen hin vermitteln und dann muss man in Dialog mit den Bürgern gehen und muss sagen, so das wollen wir. Ich meine, so ein Projekt wie die Neue Fahr, wäre das heute überhaupt noch vorstellbar? Das war doch nur vorstellbar, weil die Leute aus einer Einzimmer-Klo auf dem Flurwohnung aus dem Niedersachsendamm gekommen sind und dann in eine 2,5-Zimmer-Etagenwohnung, von der man 30 Jahre später gesagt hat, wie kann man nur so bauen, gezogen sind und das für den großen Gewinn nicht nur gehalten haben, sondern für sie der große Gewinn war. Ja, gerne. Ja, es wurde jetzt einiges hier schon gesagt. Ganz wichtig ist auch für mich, dass man den Bürger vor Ort mitnimmt. Ich glaube allerdings, dass man mit reiner Innenentwicklung in ganz kleinen Kern den Wohnraum, den wir brauchen, nicht zur Verfügung stellen können. Wir werden irgendwann an Gebiete rangehen müssen, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken. Ich werde jetzt auch kein konkretes Beispiel nennen. Was für mich aber ganz wichtig ist, dass wir als Stadt nicht nur über Erbpacht nachdenken, sondern wir sollten auch darüber nachdenken, wieder bauträgerfreie Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Wir sind jetzt ja dadurch, dass wir so ein bisschen bedrängt wurden durch die Nachfrage, vielleicht zu oft zu schnell dazu übergegangen, an große Bauträger Grundstücke rauszuschmeißen. Und ich bin der Meinung, dass da muss wieder ein Umdenken passieren. Wir sollten also über Erbpacht nachdenken, aber wir sollten auch daran denken, dass wir Grundstücke bauträgerfrei zur Verfügung stellen. Weil das wird dann auch für den, der da baut, aus meiner Sicht günstiger. Für die Stadt, weil sie muss dann ja die Erschließung selbst tätigen, wird es vielleicht etwas teurer. Aber ich halte das für wichtig, denn wir müssen auch daran denken, dass die Menschen das bezahlen müssen. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte noch mal da einsteigen, wo es auch angefangen hat. Das war dieser Vergleich zu München. Ich glaube, das ist ganz schwierig und greift auch ein Stück weit zu kurz, hier einfach solche Zahlen zu vergleichen, weil jede Stadt ist anders, hat ganz andere Bebauungstypologien und deswegen auch natürlich ganz andere Bedingungen. Ich bin auf dem Standpunkt, dass wir mit dem, was unser Haus beispielsweise als Impulsflächen für den Wohnungsbau vorgelegt hat, gut aufgestellt sind und wir eine Menge Flächen im Angebot haben, die für die nähere Zukunft zur Bebauung zur Verfügung gestellt werden können. Und da finde ich dann auch die spannende Frage und auch da verspreche ich mir einiges von diesem Step Wohnen. Denn das Thema, glaube ich, ist ja nicht nur die Menschen, warum entscheiden sich die Menschen in einer bestimmten Lebenssituation, in eine Stadt zu gehen. Ich glaube nicht, dass der zentrale Antrieb ist, da gibt es eine schöne Wohnung für mich, sondern da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Motivationen und denen nachzugehen ist ein Baustein beim Steppwohnen. Das heißt, finde ich da Arbeit, glaube ich, gehe ich dort zur Ausbildung hin. Also was lockt die Menschen
in eine Stadt, warum ziehen sie um, dem auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, da gehört mehr dazu als nur die Frage, wie viel Fläche stelle ich zur Verfügung. Natürlich müssen wir sehr genau hinschauen, wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt, haben wir genug Angebote, sind die Wohnungen auch bezahlbar für die Menschen, das tun wir. Aber wenn es darum geht, wie entwickelt sich die Stadt langfristig, dann muss das, sag ich mal, über die reine Wohnbauflächenfrage dann am Ende auch hinausgehen. Dann noch mal kurz zum Thema, wie gehen wir mit den städtischen Flächen um? Da nehme ich es so wahr, dass wir schon in einer Situation sind, wo sich die Zeit deutlich verändert. Wir kommen aus einer Phase, in der der Verkauf von Flächen durchaus auch geholfen hat bei der Haushaltskonsolidierung. Wenn sich jetzt, wie der Bürgermeister auch gesagt hat, in Zukunft an dieser Situation etwas verändert, dann bekommen wir mehr Möglichkeiten, mehr Spielräume. Und dazu sind wir an einzelnen Projekten sehr gut aufgestellt. Wenn ich an den Hulsberg denke, wo die Flächen uns gehören, die wir den Wohnbaugruppen zur Verfügung stellen wollen. Die Rennbahn ist im städtischen Besitz. Wir denken darüber nach, Flächen auch zu kaufen. Und da ergeben sich einfach viele Spielräume und neue Möglichkeiten, um genau solche Dinge auszuprobieren. Bauträgerfreies Bauen, die Konzeptvergaben an Baugruppen, aber auch natürlich das Thema Erbpacht hier beispielhaft zu erproben und dann auch anzuwenden. Vielen Dank. Es war, glaube ich, ein ganz interessantes Spektrum an Anregungen und Stichworten zu dieser Frage. Die nächste Frage knüpft ein bisschen grundsätzlicher, aber und vor allem auch nach vorne blickend an. Wie bekommt die Stadt bzw. die städtische Regierung die Gestaltungs- und Definitionsmacht über die Stadtentwicklung zurück? In welchen Schritten und mit welchen Instrumenten? Wie bekommen wir die Definitionsmacht über die Flächen zurück? Über die Stadtentwicklung. Also der Frager hat ja offensichtlich den Eindruck, dass die Definitionsmacht ganz woanders liegt, also möglicherweise auch eben nicht in Bremen, sondern einfach durch Bundesgesetze geregelt wird. Ja, also erstmal steht für mich vorne an die Planungshoheit der Kommune. Die haben wir, damit müssen wir arbeiten und umgehen und das tun wir auch. Wir haben eine Vielzahl von Projekten in der Stadt, die gerade entwickelt werden. Die sind schon benannt worden. Das fängt bei der Überseestadt an und geht dann in die Zukunft bis zur Rennbahn. Überall da werden intensive Diskussionsprozesse geführt. Die ganzen Werkstattverfahren, Spaziergänge, Planungsprozesse, auch unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Und am Ende wird das mit den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, in Planungsrecht umgesetzt. Und am Ende führt es auch zu der Bebauung in dem Stil. Ich sehe diese Prozesse erstmal gewahrt. Natürlich sind wir immer bereit, auch darüber nachzudenken, da noch besser zu werden oder auch neue Ansätze mit einzubauen. Aber im Prinzip habe ich da nicht so eine pessimistische Grundhaltung zu. Ich glaube, es hängt sehr viel davon ab, dass man zunächst einmal beginnt, für sich selber zu definieren, auf welche Probleme muss man eigentlich stadtentwicklungspolitisch reagieren. Ich habe mir gestern sehr interessiert diese hängenden Tafeln über die einzelnen Stadtteile angeguckt. Und mir ist da eine Sache ganz extrem ins Auge gesprungen, nämlich das, was wir in bestimmten Stadtteilen an Segregationsentwicklung haben. Wir haben sozusagen Vorzüge, sagen wir mal so ein Stadtteil wie Blumenthal, da haben wir Vorzüge ins Umland nach Schwanewede über die Landesgrenze hinweg und wir haben Zuzüge, wo wir genau wissen, Zuzüge von Menschen mit Migrationshintergrund, wo wir genau wissen, es sind Zuzüge sozusagen gleichzeitig auch ins Sozialsystem. Und die Probleme, die wir in den Stadtteilen haben, die wir in bestimmten Stadtteilen haben, potenzieren sich. Wie reagieren wir darauf, dass wir einige Stadtteile haben, in denen es durchaus Sorgen gibt, dass sie uns abdriften? Wie reagieren wir darauf mit Stadtentwicklung? Darüber müssen wir einen Konsens herstellen. Zum Beispiel durch die Frage, dass wir auch das Thema sozialer Wohnungsbau dann anders steuern und dass wir den sozialen Wohnungsbau nicht nur dort machen, wo er sozusagen nach Meinung vielleicht gutbürgerlicher Stadtteile eigentlich von der Geschichte her auch hingehört, sondern dass wir eben auch das Soziale
und auch die soziale Durchmischung mehr über die gesamte Stadt steuern. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen der nächsten Zeit. Ja, dann wunderbar, wenn Robert nicht will. Ja, der Kollege Reinken hat jetzt etwas aus meiner Sicht sehr Wichtiges angesprochen, und zwar die Durchmischung der Stadtteile. Er sprach jetzt eben über Blumenthal, und wir haben nicht nur Blumenthal, wir haben auch Probleme in vielen anderen Stadtteilen. Aber ich denke mal, die Durchmischung ist ein sehr gewichtiger Punkt. Und deshalb sage ich auch, ich bin sehr für sozialen Wohnungsbau. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir eine Quote haben für sozialen Wohnungsbau, weil wir brauchen dringend sozialen Wohnungsbau. Aber ich bin der Meinung, dass man mit dieser Quote etwas flexibler umgehen sollte. Ich bin der Meinung, dass man in Stadtteilen, wo es schon viel sozialen Wohnungsbau gibt, wo es Brennpunkte gibt, überlegen muss, ob man die Stahlprozentzahl von 25% in diesen Stadtteilen auch noch anwenden sollte. Oder man überlegt, dass man da geringere Quoten ansetzt. Also ich finde das, und dafür lieber Familien fördert, die in den Stadtteil kommen, oder junge Familien, die bauen wollen oder ein altes Haus renovieren wollen, damit die Durchmischung wieder hinkommt, denn junge Familien zum Beispiel sind das Rückgrat eines jeden Stadtteils aus meiner Sicht. Die junge Familieneltern engagieren sich in Vereinen, in Schulen und. Und ich finde, deshalb muss man drüber nachdenken, wo mache ich sozialen Wohnungsbau, wie viel sozialen Wohnungsbau, wie kann ich verhindern, dass wir in einem Stadtteil nur noch sozialen Wohnungsbau haben, dass andere ins Umland ziehen. Nach Schweinewede war ja ein gutes Beispiel, weil das ist da. Junge Familien ziehen aus Bremen-Nord weg, die ziehen ins Umland. Und da müssen wir tatsächlich umdenken, das halte ich für sehr wichtig. Das hat mich erfreut, dass Herr Reinken das hier eben so erwähnt hat. Jetzt wollte der Robert. Ja, gut, dann mache ich weiter. Stichwort sozialer Wohnungsbau, aber auch im Zusammenhang mit Urbanität. Ich finde, hier in den letzten 3 Tagen sind unglaublich viele sehr gute Vorstellungen abgegeben worden und Ideen. Das ist vom Bremer Haus bis zu den Baugruppen und. Ich will das gar nicht weiter reflektieren. Das ist wichtig einzubeziehen, aber wir brauchen die entsprechenden Voraussetzungen dafür. Und die Voraussetzungen dürfen nicht eben profitgetrieben sein. Gut, ich gebe zu, das ist natürlich unsere politische Sichtweise, aber wir haben eine Architektur, die Investoren bedingt nicht gerade besonders einfallsreich ist. Die Überseestadt ist aus meiner Sicht kein durchgängig positives Beispiel, und so etwas ist auch nicht etwas, was ich mir unter Urbanität vorstelle. Es gibt ganz viele Fragen von Urbanität, Hulsbergquartier, das Viertel, wo die Leute eben gerne hinziehen, wohnortnahe Versorgung, Infrastruktur, das wurde in der Überseestadt nicht mitbedacht. Es wurde im Mühlenviertel, sage ich jetzt mal, das ist Hornlehe, auch nicht ausreichend mitbedacht. Und das hängt davon ab, dass natürlich die Eigentumsfrage über allem steht. Konzeptentwicklung, ganz wichtiger Punkt, dass man so etwas mischt, haben wir kaum in Bremen. Und das ist etwas, was wir in Zukunft eben ganz anders verankern müssen. Und dass es eine Mischung hinzukriegen heißt, nicht nur sozialer Wohnungsbau im Sinne von, wo sind eben SGB-II-Empfänger und Empfängerinnen, sondern es sind Familien, die haben nicht viel Einkommen, es sind Alleinerziehende, es sind aber auch Studenten und Studentinnen. Und darüber muss man nachdenken, wie so eine Mischung letztendlich sich generiert. Und das ist etwas, was ganzheitlich nur aufgrund der Tatsache aus städtischer Entwicklung heraus entstehen kann und nicht sozusagen outgesourced werden darf. Ich möchte nochmal die Frage in Erinnerung rufen. Die Frage war wie gewinnen wir Gestaltungsdefinitionsmacht in der Stadtentwicklung zurück, in welchen Schritten und welchen Instrumenten? Ich würde als erstes gerne dafür werben, Respekt vor dem Eigensinn und der eigenen Dynamik der Stadt zu haben und davon einen präzisen Blick zu produzieren. Wenn ihr auf die Tafeln da guckt, dann seht ihr eine Tafel zum Umzugs- und Zuzugsgeschehen in der Stadt. Jetzt würde ich mal raten, wer von euch die Zahl auswendig gelernt hat, helfe ich und kürze das ab. 45.000 Leute ziehen in der Stadt pro Jahr um. 45.000 Leute.
25.000, 24.000 Leute ziehen von außen ein oder ziehen raus. In der Größenordnung ist das. Jetzt kann man das alles sehr leicht zusammenzählen, kommt eine große Zahl bei raus. Diese Bewegung der Menschen in der Stadt bedeutet, dass sich jeder Einzelne, der das tut, anfängt abzuwägen, das hatten wir in einer Reihe von Diskussionen auch, wo gehöre ich hin, was kann ich mir leisten, was wünsche ich mir und so weiter. Wo ist das im Verhältnis zu meinem Arbeitsplatz, meinem Ausbildungsplatz, zu den Straßenbahnlinien, hast du nicht gesehen. Zu glauben, dass man diese Dynamik per Definitionsmacht gewissermaßen zur Staatsangelegenheit macht, das ist Blödsinn. Das ist die Stadt selbst zunächst mal, die sich so organisiert. Und dann finde ich, ehrlich gesagt, muss man ein bisschen näher rangehen, ein bisschen genauer gucken. Jetzt nur die ganz brutalen Durchschnittszahlen, muss man einfach auch mal aussprechen. Die Durchschnittsmiete, Neuvermietung, liegt ein Tick über 8 Euro, ist damit allerdings in den letzten Jahren hochgerutscht um 1,5 Euro. Und die Bestandsdurchschnittsmiete liegt unter 6 Euro. Das heißt überhaupt nicht, dass jemand von diesen 45.000 Leuten, der gerne ins Viertel will, nicht einen dramatischen Moment erlebt, wenn er plötzlich 14 Euro zahlen soll. Und sich dann wofür entscheidet, nach Walle zu gehen, nach Hasstedt zu gehen, ins Bundentor zu gehen. Und das macht nicht nur er oder sie, sondern es machen ganz viele. In der Folge davon verändern sich diese Stadtteile. Und jetzt wiederum Definitionsmacht. Das allererste ist, dass man das wahrnimmt, bemerkt und dann darauf reagiert. Sich überlegt, was das für uns bedeutet, für die Entwicklung dieser Stadtteile, für die Veränderungen dort. Und so weiter und so fort. Deswegen zuallererst Respekt vor der inneren Dynamik und den Kräften, die eine Stadt verändert. Und das kann man alles mit solchen abstrakten Begriffen, das ist der Markt, beschreiben. Es greift aber zu kurz. Das Zweite ist, wir haben jetzt viel von Segregation gesprochen. Ich finde, genau beobachten, warum sich eine bestimmte Versammlung von Problemen, aber auch von Lösungen, von Ambitionen in bestimmten Stadtteilen bildet, das ist auch eine wichtige Aufgabe. Dass eine syrische Community sagt, wir wollen in der Nachbarschaft voneinander wohnen. Und das tun sie dann natürlich in Armutsquartieren. Das ist aber nicht nur Versammlung von Armut, sondern es ist auch eine Versammlung von Möglichkeiten. Denn diese syrische Community wird nicht immer arm bleiben, nicht als Ganze. Das gleiche gilt für die afrikanische Community, das gleiche gilt für die türkischen und so weiter. Ich finde, man muss genauer hingucken, wo in diesen Armutsquartieren auch die Tendenzen sind, die sagen, hey, wir ziehen uns am Schopf aus dem Dreck und versuchen, was draus zu machen, vor diesen ganzen Anstrengungen, die genauer zu beobachten, zu fördern, zu entwickeln. Also das ist der zweite Punkt, den ich ausdrücklich sagen wollte, dass man doch auch mit der Wohnungsbaupolitik dazu einen Beitrag leisten kann, im Sinne von, lass uns mal ein paar Leute da ansiedeln, oder dazu beitragen, dass noch andere Role Models da sind, alles okay. Jetzt will ich nicht zu lange reden, aber den letzten Satz will ich doch nochmal sagen. Ich stehe sehr, das ist schon ein Mentalitätsproblem auf staatliche Definitionsmacht. Ich würde gerne hin und wieder mal bestimmen. Und trotzdem beobachte ich, dass es Prozesse sind weit außerhalb von dem, was in Parteien diskutiert wird, in Verwaltungen diskutiert wird, die plötzlich einen enorm aufregenden Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. Da läuft dieser Meier, und der war jetzt hier, einem über den Weg, und wir laufen am Anfang rum mit der Ambition, lass uns mal Entwicklungsgebiet machen, ja, Städte bauen hier Entwicklungsmaßnahmen und das dem privaten Markt entziehen da mit Kelloggs. Und dann kommt der Merkel und sagt, ich mache so ein Null-CO2-Quartier, ich versuche diesen Verkehr da auf Null, also auf Fahrrad und Pedelec irgendwie hin einzurichten. Und ich denke auch irgendwie danach, habt jetzt Jan Gehl gelesen, ja, wie man da irgendwie ein Wohngebiet machen kann. Dann denkst du, hey, das ist doch mal eine Überraschung. Und ich würde euch herzlich bitten, diskutiert die Sachen nicht so schematisch entlang der Vorstellung, Staats- und Verwaltungshandeln rettet die Welt und der Rest führt ins Elend. Es ist komplizierter. Es ist komplizierter. Wir müssen uns auf dieses komplizierte System einlassen, dann kriegen wir was hin. Was überhaupt nicht heißt, dass alles auf der einen Seite und alles auf der anderen Seite jeweils gut oder böse ist. Letzter Satz, natürlich offensive Bodenpolitik, natürlich Erbpacht, natürlich
Zugriff auf alle diese Prozesse, Entzug von Gütern aus dem rasenden Markt hin zu einer differenzierten und komplexen und sozialen ökologischen Entwicklung, das ist alles ganz schnell ausgesprochen. Funktioniert aber auch nur, wenn man die Flächen hat. Wenn man danach noch jemanden hat, der sich einlässt darauf, bis zur letzten Parzelle am Wohnweg X zu überlegen, wer die kriegen soll, was der da machen kann. Und niemand in unserer herrlichen Verwaltung hat im Moment dafür die Kapazität und die Absicht. Nicht mal der arme Florian Kommer in seiner Gag denkt das so. Und deswegen immer die Aufgabe als Ganzes angucken bis zum Schluss. Sonst wird da nichts von. Dann hat man nur eine Blase mehr gemacht, die am Schluss enttäuscht. Herr Buchholz, wollt ihr noch? Ja, ich versuche mich etwas kürzer zu fassen. Ich bin Herrn Reinken sehr dankbar dafür, dass er die Diskrepanz erwähnt hat zwischen den Zuzügen und den Umzügen oder Wegzügen ins benachbarte niedersächsische Umland. Das ist ein Riesenproblem und dieses Problem können wir nicht isoliert sehen. Wir haben eine nachwachsende junge Bevölkerung aus anderen Ländern, die zu uns gekommen sind, die allesamt integriert werden müssen. Das läuft nur über die Schulen. Und wenn wir solche Probleme an Brennpunktschulen wie derzeit in Grohn haben und gleichzeitig ein Neubauvorhaben projektiert wird am Fegesacker Hafen, dann finde ich, ist es überlegenswert, so wie die Kollegin Neumeier es gesagt hat, dort mal die Sozialquote auszusetzen, weil die benachbarte Grohner Düne wahrscheinlich mit ihren Bewohnern aus vielen, vielen Nationen für manche Leute der Grund ist, ihre Kinder mitzunehmen nach Niedersachsen. Ich weiß aktuell von 3 Familien, die aus diesen Gründen, weil sie die Grundschule nicht mehr für akzeptabel halten, die arbeiten alle am Limit, die sind richtig voll in ihrer Arbeit, aber es ist schwierig, wenn man mit Schülern zu tun hat, die die deutsche Sprache nicht verstehen. Und diese Probleme, die Infrastrukturprobleme, die sind zu berücksichtigen und ich finde, das ist eine Aufgabe, die wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren wollen, wenn wir den sozialen Zusammenhang fördern wollen. Also ich möchte noch mal kurz auch auf ein paar Vorzüge dieser 25-prozentigen Förderquote für den geförderten Wohnungsbau eingehen, weil ich glaube, das war sehr wichtig, diese klare Entscheidung mal getroffen zu haben, dass man da einen Wiedereinstieg schafft. Und auf diesem Weg ist es uns gelungen, dafür zu sorgen, dass jetzt wieder geförderter Wohnungsraum entsteht. Und das, sage ich mal, mit einer klaren Haltung und einer konsequenten Linie. Die haben wir bisher durchgehalten und das war, glaube ich, erstmal wieder ein Erfolg. Und wenn man sich das dann anschaut, muss man ja auch nochmal den Link verbinden. Dort, wo jetzt eine geförderte Wohnung entsteht, entstehen auch 3 nicht geförderte, beziehungsweise oder andersrum, in einem Bereich, wo vielleicht nur nicht geförderter Wohnungsbau entstehen würde, werden jetzt auch noch wird geförderter Wohnraum entstehen. Ich glaube, das ist ein Link, der uns damit gelungen ist, den man nicht unterschätzen darf. Es hat einen hohen Wert, es in dieser Konsequenz eingeführt zu haben und durchgehalten zu haben, was nicht heißt, dass wir nicht natürlich auch nochmal genau hingucken können jetzt, jetzt kommt das 4. Wohnraumförderprogramm, wo man das nochmal sorgsam modifizieren kann. Vielen Dank. Ich habe ja eine nächste spannende Frage, die da auch wieder interessanterweise durchaus anknüpft. In konkrete Quartiere geguckt oder das, was wir künftig in der Quartiersentwicklung vor uns haben, wie lässt sich Urbanität planen und erzeugen? Und was ist in der Überseestadt noch möglich, um ein bisschen besser dabei zu werden? Da sind wir doch jetzt mal ganz konkret in die Zukunft geguckt. Was können wir künftig besser machen, um... Ja, die Überseestadt. Also ich glaube, in der Überseestadt hat man das Pferd von hinten aufgezäumt.
Ja, nicht nur, aber da, wir sprechen jetzt an die Überseestadt, wurde jetzt ja gerade angesprochen. Also da hat man diesen Fehler gemacht, den man wirklich in Zukunft vermeiden sollte. Da haben wir nämlich keine Infrastruktur. Gibt es große Verkehrsprobleme in der Überseestadt. Wir haben noch keine Schule, wir haben nicht genug Nachversorger in der Überseestadt und. Dann gibt es die Problematik urban. Ja, man hat den Menschen erzählt, wo sie hinziehen und dass da Gewerbe ist und auch noch Industrie in nächster Nähe. Man hat sie eine Bremer Erklärung unterschreiben lassen und trotzdem gibt es jetzt Anwohner, die dort wohnen und sich beschweren, massiv beschweren. So, und ich bin der Meinung, man kann in der Überseestadt so viel verbessern, dann könnte ich jetzt noch länger reden als Herr Bücking. Aber das will ich nicht. Aber ich denke mal, die Überseestadt ist sehr darauf angewiesen, dass wir da verbessern, dass wir die Infrastruktur dort endlich hinbekommen. Und da vor allen Dingen das Problem der Verkehrsanbindung müssen wir endlich in den Griff bekommen. Und da darf es auch keine Denkverbote geben. Und da dürfen wir auch nicht nur an Fahrradfahrer denken und an Fußgänger, sondern wir müssen den ÖPNV wirklich ausbauen. Aber wir müssen auch daran denken, dass es auch dort immer noch Menschen geben wird, die mit dem Auto ankommen. Ja, ich würde einfach nur mal, wir kennen alle in Bremen die Probleme der Überseestadt, die ihre Geschichte haben, ein Teil davon ist jetzt eben genannt worden, die bearbeitet werden müssen. Ich will nur mal, nicht zur Ehrenrettung, weil das ist ja auch ein Prozess, der schon vor sehr langer Zeit angestoßen worden ist und auch unter unterschiedlichen politischen Konstellationen angeschoben worden ist, etwas zitieren. Professor Walter war das, glaube ich, Robert, ne? Ja, ehemaliger Hamburger Baustadtrat. Der auf einer dieser Veranstaltungen, wo wir die Architekturentwürfe für das Kelloggs-Gelände mit angucken durften und beurteilen dürfen, irgendwie so einen Nebensatz gesagt hat, der lautete, er sei begeistert von der Bremer Überseestadt, weil all die Fehler, die man in der Hamburger Hafencity gemacht habe, habe man in der Bremer Überseestadt nicht gemacht. Das fand ich total interessant. Da kommt so ein Hamburger und sagt, weil wir gucken ja auch mal begeistert auf die Hamburger Hafencity und sagen, oh geil, das ist ja sowas von urban hier. Und dann kommt er nach Bremen und sagt, die Fehler, die wir in Hamburg gemacht haben, wo er ja Baustadtdirektor war oder wie das heißt, die habt ihr in Bremen nicht gemacht. Fand ich total interessant, wohlwissend, hat er jetzt nicht näher konkretisiert, weil wir ja um die konkreten Pläne... Ja, vielleicht auch, der ist ja jetzt mittlerweile freischaffend. So, wohlwissend, dass wir in Bremen eine ganze Reihe von Themen haben, die wir da bearbeiten müssen. Das Verkehrsproblem ist ganz vorne an. Dann das Thema Nahversorgung, da gibt es ja jetzt auch sozusagen Konkretisierung um den Großmarkt herum, wie man das auflockert, wie man da sozusagen Öffnungen schafft für den Stadtteil. Wir werden das Thema, welche sozusagen auch soziale Infrastruktur, welche Sportmöglichkeiten und so weiter, muss es dort noch geben, auch im Zusammenhang mit dem Kelloggs-Gelände und so weiter, sicherlich thematisieren müssen. Ich glaube nur, auch da ist das Problem manchmal, man kann auch nicht alles von vornherein immer durchdenken, sondern es gibt auch Dinge, die entwickeln sich so. Also nehmen wir mal die neue Fahr, nicht? Also dort hat man eben auch bestimmte Planungen gemacht hinsichtlich der Frage, wie man sich den Einzelhandel denkt. Und dann hat man Jahrzehnte später vorgestellt, das Konzept Berliner Freiheit muss man auch nochmal vor dem Hintergrund von solchen Großmarktentwicklungen oder Großeinkaufsflächenentwicklungen am Rande der Stadt neu überlegen, muss modernisieren, muss andere Formen von Anbindung schaffen. Ich glaube, man wird niemals in eine Situation kommen, wo man am Anfang schon alle Probleme gelöst hat, sondern muss auch mutig sein und in Entwicklungen hineingehen und dann auch die Kraft aufbringen, jetzt gerade im Bereich Verkehr, gute Lösungen zur Korrektur zu schaffen. Das, was in der Übersee stattfindet, ist ja ein gewaltiger Strukturwandel und der zieht sich jetzt ja auch schon fast 20 Jahre, glaube ich, als man sich da auf den Weg gemacht hat. Und in dieser Zeit hat sich tatsächlich auch das, was man an Erwartungen hat, wie es sich verändert, entwickelt. Man ist ganz zu Beginn der Entwicklung der Überseestadt von anderen Ausgangslage ausgegangen als das, was jetzt dort gebaut und entrichtet wird. Und das ist natürlich ein spannender Prozess. Ganz wichtig finde ich, dass dieser Strukturwandel, der stattfindet, dynamisch ist und das gebaut wird. Das ist erstmal ein Erfolg und eine gute Sache. Und über die Architektur kann man von mir aus streiten. Ich persönlich finde das gut in weiten Teilen, was da passiert.
und hoffe natürlich auch, dass diese Dynamik anhält und damit dann auch es uns gelingt, die Herausforderungen, die noch da sind, zu lösen. Das sind unter anderem oder ganz im Vordergrund zurzeit wird im Vordergrund diskutiert die verkehrliche Erschließung. Ja, da gibt es Defizite. Wir arbeiten sehr intensiv daran. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von guten Ideen und Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen. Wir werden ein paar Sofortmaßnahmen in den nächsten Monaten noch umsetzen. Es gibt die Arbeit an der Frage, wie binden wir das noch viel besser ans Straßenbahnnetz an? Wie weit kann man da noch reinbauen, zusätzliche Straßenbahnen beispielsweise? Das Thema der Brücken ist ein ganz spannendes in dem Bereich. Da ist einiges zu tun. Da liegen aber auch sehr gute Ideen auf dem Tisch, mit denen wir die Situation zügig verbessern werden. Und dann, wenn ich mir der Nachklapp erlaubt sei, sage ich mal, fand ich schon spannend, auch Frau Neumeier, es gibt da ja auch einen sehr strittigen Punkt aus dem Konzept, die Frage fürs Automobil mehr oder für das Kfz mehr Anschlussmöglichkeiten herzustellen. Da ist eine Variante ja in Bausch und Bogen sehr früh rausgeschmissen worden aus dem Konzept, der Durchstich von der Hafenstraße an die Nordstraße. Gut, ich gehe jetzt nicht auf den Durchstich ein. Die interessante Frage bei der Überseestadt ist ja, was verstehen wir eigentlich unter Urbanität? Ich habe es eben schon angesprochen und es ist bedauerlich, dass wir aus der Hafencity nicht andere Schlüsse gezogen haben. Der Prozess hat vor längerer Zeit angefangen, das ist richtig, aber man hat ja Klötze hinstellen lassen und drumherum eben ein bisschen Platz. Und dann kam der nächste Klotz, der mehr oder weniger in einer ähnlichen Architektur so aussieht. Ich stelle mal die interessante Frage, wer von den Menschen, die das konzipiert haben und die letztendlich die Entscheidungen getroffen haben, dass das so aussieht, wie es aussieht, wo die wohnen? Die wohnen nicht in der Überseestadt und die allermeisten sagen ihnen auch, da würde ich nicht hinziehen wollen. Ich wohne lieber in Peterswerda. So, und diese Frage muss man sich natürlich stellen. Wie ist das letztendlich dann eigentlich umzulegen auf so ein Konzept, wie die Überseestadt da ist? Also in dunklen Momenten sage ich mir immer, wenn das Windgebiet geworden ist, können wir mal wieder gucken, wie wir damit in Zukunft umgehen. Wir haben momentan eine unglaubliche Hochpreisentwicklung, teuer am Wasser. Und wir haben ein paar GIVOBA-Bauten, die das soziale Wohnen ermöglichen. Ist jetzt erstmal ein erster Schritt und das steht relativ unvermittelt nebeneinander, ohne eine entsprechende Infrastruktur. Sie können entweder auf dem Balkon alles anbinden, weil es unglaublich zieht und wegweht, oder Sie können irgendwie unten auf der in der entsprechenden Beton-Zwischenräumen ist es dann relativ heiß, wenn die Sonne runterbrutzelt, weil die Schattenproblematik noch nicht so richtig mit aufgegriffen worden ist. Und das finde ich so, kann Stadtentwicklung nicht funktionieren. Und deswegen ist es nicht nur das Verkehrsproblem. Und ich plädiere dafür, in Zukunft genau diesen Aspekt, den wir vorhin in der Vorbesprechung hatten, diese Querschnittsüberlegung zwischen den verschiedenen Ressorts, weil Wohnen eben kein monolithischer Block ist, weil eben Soziales, Bildung in alles eine Rolle spielt, dass das viel stärker verknüpft ist und keine Ressort-Egoismen da nebeneinander stehen, sondern dass die Leute sagen, okay, von vornherein, wir müssen diese Aspekte unter einen Hut bringen. Und aus dieser Erfahrung müssen wir dringend lernen. Und das halte ich für die Zukunft eines der wichtigsten Grundlagen, dass man sich da übergreifend ernsthaft verständigt. Danke. Dankeschön, Herr Buchholz. Wollten Sie noch? Oder Sie müssen nicht? Ich will Sie. Ich muss einmal ganz kurz Zeit einsparen. Ich finde, das ist eine enorm wichtige Diskussion für die Stadtentwicklung. Und ich glaube, dass im Zuge der Genese von dieser Überseestadt mehrfach die Stellschrauben geändert worden sind, die Weichen ein bisschen verschoben worden sind und meiner Meinung nach fast immer in die richtige Richtung und dass wir wieder an so einer Zäsur sind, wo man darüber nachdenken muss, was haben wir für Spielräume, was haben wir für Zwangspunkte, was haben wir für juristische, technische, was weiß ich, festgezurrte Entwicklungen, die keine Öffnung mehr zulassen. Was können wir mit dem neuen Quartier auf der Kelloggsinsel anders machen? Wie kann das dazu beitragen, dass die Überseestadt als Ganzes sich mehr als Stadtteil entwickelt, mehr innere Differenzierung entwickelt, mehr zum Quartier wird, eine vernünftige Einbindung in den Rest der Stadt und so weiter. Das ist mein gekürzter Beitrag. Stimmt.
Vielen Dank. Eine letzte Reaktion auf diese Frage? Ja, ich finde es auch nicht richtig, Frau Bernhard, die Situation derart schlecht zu reden in der Überseestadt. Da sind noch unheimlich große Potenziale. Da entsteht an vielen Ecken spannend Qualität. Die ist auch gesichert über die Arbeit in Wettbewerben. Und das so in Bausch und Bogen abzuwerten, finde ich nicht richtig. Ich finde auch freiraummäßig, was da an der weichen Kante jetzt Wallersand passiert ist. Ich finde das spannend, bereichernd und gut und glaube, dass da auch noch viel, viel kommen wird. Ich merke, da ist noch viel Stoff drin. Es ist aber auch genau eines der Themen, was auch in den letzten beiden Tagen als wichtige Empfehlung kam, sowohl für den STEP, aber auch für die weitere Arbeit in Bremen, nämlich die Frage, tatsächlich lebendige Quartiere zu entwickeln. Und die Überseestadt ist, glaube ich, das prägnanteste Beispiel, wo Bremen jetzt ganz praktisch in der weiteren Arbeit gucken kann, wie man das tatsächlich machen kann und wie man daraus aus dem Bau von Wohnungen und dem sukzessiven Bau von Wohnquartieren tatsächlich insgesamt einen lebendigen Stadtteil mit allen Funktionen, die zum guten Wohnen gehören, entwickeln kann. Da wir in der Zeit doch schon relativ weit fortgeschritten sind und die anderen beiden Kärtchen, die ich hier mit Fragen noch habe, schon eigentlich in den vorherigen Diskussionen ein bisschen mit beantwortet worden sind, möchte ich Ihnen allen eine letzte Frage stellen, mit der Bitte wirklich so ganz knapp eine zentrale Aussage. Und zwar, wir sind ja auch die Gutachter, die Handlungsempfehlungen zum STEP Wohnen formulieren sollen am Ende aus dieser ganzen Arbeit und Diskussion. Ich frage Sie jetzt mal aus dem, was wir diskutiert haben, was Sie gehört haben, was empfehlen Sie uns, was ist aus Ihrer Sicht das zentrale Thema, dem wir uns im STEP Wohnen widmen sollten? Ein kurzer, knapper Satz von jedem. Das ist schwierig. Es ist im Grunde genommen eine Mischung aus ganz vielen Komponenten. Es geht um bezahlbaren Wohnraum, es geht um funktionierende Nachbarschaften, es geht um eine Infrastruktur, die diesen Bedürfnissen angepasst ist. Es geht um Chancen für die Menschen, die dort aufwachsen, in diesen Stadtteilen oder in diesen Quartieren. Alles dies sind Dinge, die eigentlich den wirklichen Bedarf darstellen. Und dieser wirkliche Bedarf, der wird nicht am grünen Tisch ermittelt, sondern der muss über Einwohnerversammlungen direkt von den betroffenen Bürgern eingesammelt werden. Natürlich ist nicht alles, was dort vorgeschlagen wird, umsetzbar und auch nicht wünschenswert, aber es muss gut sortiert werden. Das wäre mein Vorschlag. Also ich habe Herrn Buchholz' Ausführungen jetzt nichts hinzuzufügen. Er hat das so umfassend gemacht. Also da schließe ich mich an. Ich verspreche mir sehr viel von der Wanderungsmotivbefragung. Das ist so ein Punkt, den ich sehr spannend finde, wo ich glaube, dass wir viele neue, wichtige Informationen darüber finden können. Warum bewegen sich die Menschen? Warum ziehen sie um? Und welche Qualitäten erwarten sie dann von dem Ort, wo sie hingehen? Und wie wollen sie da leben? Welche Ansprüche haben sie daran? Das aufzuhellen, wenn uns das gelingt, glaube ich, dann können wir auch im nächsten Schritt noch zielgenauer daran arbeiten, dieses Angebot auch in angemessenem Umfang hier vorzuhalten. Kein Bodenverkauf mehr, Rückgrat gegenüber den Investoren, Ausbau der Stadtentwicklung, politischen Kompetenz in der Verwaltung, Einbeziehung aller wichtigen und auch unwichtigen Akteure, lange Partizipationsauseinandersetzung und genügend Geld und Ressourcen, um das umzusetzen. Danke. Beim Geld sind wir uns ja mal alle einig. Ich würde zunächst einmal empfehlen, dass ein ganzheitlicher Blick auf die Stadt genommen wird. Und das unterscheidet sich durchaus von einem Blick auf die Stadt, die sozusagen in der Summe der Einzelmeinungen besteht. Ein ganzheitlicher Blick auf eine wachsende Stadt, in dem man zunächst einmal herausarbeitet, wo die Herausforderungen für das Wachsen, insbesondere die sozialen Herausforderungen für die Stadt liegen und wie wir denen mit Instrumenten der Stadt, der Quartiersplanung begegnen können. Ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung, wenn wir wachsen wollen und wenn wir so wachsen wollen, dass der
soziale Zusammenhalt in der Stadt nicht sozusagen zerstört wird. Das ist auch etwas, was wir in Bremen parteiübergreifend lernen müssen. Das ist das, was ich eingangs sagte. Die Summe der richtigen Entscheidung ist nicht sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den Stadtteil-Einzelinteressen. Wir müssen einen Blick auf die gesamte Stadt richten und dann gucken, wie wir sie entwickeln können. Und das dann durchaus in einer Kontroverse, aber irgendwann mit dem Ergebnis, dass die Stadtgesellschaft sagt, ja, das machen wir so. Danke. Ich fand die Fragestellung des Bürgermeisters in Bezug auf die Entwicklung Wohnflächen, Arbeitsplätze in der Nachbarschaft richtig und ich fand seine Schlussfolgerung falsch. Ich bin nicht der Meinung, dass wir in der Situation sind, wo wir jetzt den Druck haben, die Ostermolzer Feldmark unter den Fluch zu nehmen. Ich glaube, dass im Inneren der Stadt so viele Flächen vorbereitet, im Planungsfokus sind, frei werden im Laufe des Strukturwandels, dass wir noch lange Stadtentwicklung ohne Zugriff auf diese riesige Freifläche machen können. Und ich bin aber sehr dafür, dass die Stadtplanung über diesen Zusammenhang, den der Bürgermeister aufgeworfen hat, nämlich wie ist das eigentlich zu organisieren? Hier wohnen die Leute, dann arbeiten sie. Welche Wege zur Arbeit haben Sie? Wie viel von dem Arbeiten kann in das Wohngebiet hineingezogen werden? Wie organisiert man die Ränder? Dass diese Frage im hohen Maße aktuell ist und dass wir sie jetzt mal so richtig durchkonjugieren sollten in Woltmershausen auf dem Gaswerks- und Brinkmann-Gelände und auch in Himmeling. Ich danke Ihnen allen für die sehr spannende Diskussion, also aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie Sie das gesehen haben. Ich gucke jetzt mal in die Gesichter. Was ist Ihr Eindruck? Dann ist es, glaube ich, ein Beifall wert, oder? Sie haben gesehen, ich habe fleißig versucht mitzuschreiben, dass mir auch nichts von den vielen, vielen Empfehlungen, Diskussionspunkten entgeht und wir die tatsächlich in die weitere Diskussion mitnehmen können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in unserem weiteren Dialogprozess zur Erarbeitung des STEPs und des Gutachtens auch mit Ihnen in die Diskussion weiter in der Diskussion bleiben dürfen und das kein Wahlkampfthema wird, sondern dazu ist es viel zu wichtig und viel zu langfristig. Es geht über die nächste Wahl hinaus. Mir wäre es wichtig, dass wir mit Ihnen im Gespräch diese Fragen weiter diskutieren, weil irgendwann müssen sie fachlich so weit ausdiskutiert und ausgehandelt werden mit allen Bürgern dieser Stadt, damit sie dann in der Bürgerschaft und in den Deputationen beschlossen werden können. Und dafür brauchen wir aber sozusagen diese Diskussion mit Ihnen vorab auch in genau dieser fachlichen Form. Vielen Dank an Sie alle. Applaus